Ein Haus voller Schätze und Geschichte, vieles entdecken, Gutes erkennen. Wir dürfen Sie auf eine neue Sonderausstellung im Bautzener Museum aufmerksam und neugierig machen. Denken im Zwiespalt zum 200. Geburtstag des Philosophen Rudolf Hermann Lotze. Und bei mir ist Ulrich Schollmeier. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Hermann Lotze ist in Bautzen geboren und trotzdem den Bautzern eigentlich nicht so richtig bekannt. Was man kennt, ist die Lotzestraße, vielleicht deshalb, weil dort das Kino steht. Wer war Hermann Lotze und was hat sein Wirken ausgemacht? Ja, Hermann Lotze war Philosoph, Mediziner auch, aber vor allem Philosoph und als solcher bekannt. Und zwar bis in die 1920er Jahre galt er als einer der großen deutschen Philosophen, die zusammen mit Hegel in einem Atemzug genannt wurden. Inzwischen ist er ziemlich vergessen, zumindest hier auf dem Kontinent. In Amerika sieht das anders aus, da kennt man ihn noch mehr. Und die Ausstellung haben wir überschrieben mit Denken im Zwiespalt, weil er genau in diesem neuen, damals neuen Zwiespalt sich befindet zwischen den aufkommenden Naturwissenschaften, also 19. Jahrhundert mit Dampfmaschine und all den neuen Erfindungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem deutschen Idealismus, dem Denken vom Ideal her. Und er versucht eine Synthese herzustellen. Das Moderne mitnehmen und selbst auch betreiben, als Mediziner war er ja selber Naturwissenschaftler, und trotzdem nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Der Begriff Werte wird ihm so gut geschrieben. Ja, also von Werten hat man schon vorher gesprochen, aber in der Nationalökonomie und in der Mathematik, dass dieser Begriff jetzt für die Philosophie wichtig wird, das ist im Wesentlichen sein Verdienst. Und viele haben sich dann nach ihm auch in dieser Richtung weiterentwickelt, die Neukantianer zum Beispiel, die eine richtige Wertephilosophie, die dann auch so genannt wurde, entwickelt haben. Nun ist diese Ausstellung gegliedert, sage ich mal, in zwei Bereiche. Auf der einen Seite wird die Biografie von Lotze wiedergegeben mit interessanten Exponaten. Auf der anderen Seite, das kann man ja dazu sagen, arbeiten Sie selbst seit 7 Jahren an der Konzeption für diese Ausstellung und viele der Modelle sind von Ihnen oder quasi alle Modelle sind von Ihnen selbst entwickelt und gebaut worden. Was darf denn der geneigte Besucher erwarten? Ja, also eben nicht nur Text. Natürlich gibt es auch Text in Hülle und Fülle hier, das ist klar. Man muss auch Zeit mitbringen, das dürfte auch klar sein. Aber eben auch erklärende Modelle, illustrierende Modelle beziehungsweise auch kleine Versuche, die man selber machen kann. Der hat sich ja zum Beispiel auch mit Psychologie beschäftigt oder mit Physiologie, also mit naturwissenschaftlichen Themen, zur Ethik, zur Geschichte ist ein großer Teil seines Hauptwerkes Mikrokosmos geschrieben worden. Da geht es um Geschichte, um Religion und Religionsphilosophie. Zur Logik haben wir Modelle, zur Sprache, also auch spielerische Sachen und zur Ästhetik. Also breit aufgestellt ist er von seinen Wissensgebieten her. Nun gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm für diese Ausstellung, vielleicht an erster Stelle zu nennen, eine philosophische Tagung. Wie ist die Idee denn dafür entstanden? Also die wird am Samstag und am Sonntag stattfinden und wenn man so ein rundes Jubiläum hat, dann haben wir gedacht, es müssten eigentlich die Leute, die wirklich Ahnung haben von ihm, also die Fachphilosophen, warum sollen wir nicht versuchen, die mal nach Bautzen zu holen? Das interessiert die vielleicht auch. Und wir haben angeschrieben, die Leute, und waren ganz erstaunt, dass alle, fast alle zugesagt haben. Also selbst von Amerika oder aus anderen, aus dem europäischen Ausland, aus den Niederlanden, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Polen und natürlich aus verschiedenen deutschen Universitäten kommen also die Professoren und Doktoren, 13 insgesamt an der Zahl, um sich über Lotze und seine Bedeutung heute und damals zu unterhalten und auf den neuesten Stand zu bringen. Dann gibt es einen Abend mit Gedichten von Hermann Lotze und ein Museumsgespräch. Ja, Lotze war nicht nur Philosoph und Mediziner, sondern auch Dichter. Vor allem in seinen jungen Jahren hat er eine Menge schöner Gedichte herausgebracht. Und die wollen wir natürlich vorstellen, zusammen mit ein bisschen Musik und Bildern dazu.
Und bei dem Museumsgespräch wird es um seine Rezensententätigkeit gehen. Er hat nämlich eine Rezension geschrieben zu wunderschönen Kupferstichen von Bonaventura Genelli, die wir hier im Museum zu sehen haben. Und wir haben die Rezension dazu und können einmal hineinblicken, wie ein damaliger Geist sozusagen seine Zeitgenossen betrachtet hat und uns an diesen klassizistischen Stichen erfreuen. Herr Schollmeier, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Übrigens, alle Veranstaltungstermine und noch mehr Informationen gibt es im Internet unter www.museum-bautzen.de.